bleibt ihr denn so lange? Hi, Feli. Musst du deine große Schwester überall mit hinschleppen? Was soll ich denn machen? Meine Eltern waren der Meinung, ich muss besser auf meine kleine Schwester aufpassen. Was ich sehr nervig finde. Was wollt ihr eigentlich hier? Mann, das habe ich dir doch schon gesagt. Wir sind zu einem Spielenachmittag eingeladen. Und wer hat euch eingeladen? Es stand kein Name unter der Einladung. Ja, fand ich auch komisch. Dann ist es sehr gut, dass ich dabei bin. Oh Mann. Gehen wir rein? Ja, wir gehen. Pia, was machst du denn hier? Ich bin die Türsteherin. Hatte ich mir gedacht, stehst ja an der Tür. Was macht sie denn hier? Ich muss auf mich aufpassen. Aha. Jetzt rein. Klar, aber jeder nur einen Stuhl. Hatten wir uns gedacht. Was wird das denn? Schnapp dir einfach einen Stuhl, mit dir hatten wir nicht gerechnet. Mal schauen, vielleicht bleibe ich ja nicht lange. Wäre besser für dich. Hast du gesehen, Leonardo ist auch da. Ja, schlimm genug. Ruhe jetzt alle! Herzlich willkommen zum großen Spielenachmittag. Oder besser gesagt in der Hölle. Schön, dass ihr alle der Einladung gefolgt seid. Nicht freiwillig. Und warum bist du dann hier? Geh dich in feuchten Dreck an, Leila. Hier ist eure Spielleiterin. Applaus bitte! Juli, hast du uns etwa eingeladen? Was soll der ganze Blödsinn? Das ist kein Blödsinn, das ist ein Spielnachmittag. Ah, schön, mit dir will doch eh keiner spielen. Außer der Katze vom Bredenzelt. Aber die ist ja auch blind. Ruhe jetzt! Und wenn nicht? Sei einfach mal leise, mir zuliebe. Dir zuliebe? Keiner von uns mag dich. Dich auch nicht, Leonardo. Du könntest auch da oben stehen. Stehe ich aber nicht. Dann tausch doch einfach mit Julie. Sicher nicht. So, zurück zu meiner Einladung an euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir spielen würdet. Ach ja, und was? Das erste Spiel heißt Der Pfeil des Teufels. Pfeil des Teufels? Macht ihr alle mit? Gut, dann Sunny, bitte. Aber jeder nur eine Maske. Was soll der Quatsch? Erfährst du noch früh genug, Emma? Ich hasse dich, Julie. Ich weiß, genau wie Feli und Leila und die anderen. Aber es wird sich heute ändern. Und alle Masken verteilt, Sunny? Jeder hat zumindest eine bekommen. Dann bitte ich jetzt einmal auf die Bühne. Vergiss es. Bitte. Jetzt macht schon einmal, wie eher du oben bist. Stimmt, Anna. Desto eher ist der Quatsch hier vorbei. Und hier haben wir unseren Teufel. Applaus bitte. Und was soll ich jetzt hier? Dir den Hals umdrehen? Würdest du wohl gern. Nein, hier. Und jetzt alle bitte Masken aufsetzen. Hast du etwa Corona? Mach einfach, was sie sagt, Leo. Stell dich nicht immer quer. Halt dich da raus, Pia. War klar, dass du auf der Seite der Zicken bist. Ich finde übrigens auch auf der Seite der Zicken, Leonardo. Von dir hatte ich auch nichts anderes erwartet, Sunny. Einmal Zicke, immer Zicke. So, wir verschieben jetzt mal unsere bösen Gedanken und wir konzentrieren uns auf das Spiel. Emma, bist du soweit? Nein. Perfekt, dann Maske auf. Über die Augen bitte. Hast du einen Knall? Dann sehe ich doch gar nichts mehr. Das ist ja der Sinn des Spiels. Der Erste, den du triffst, ist raus. Hast du sie noch alle? Sitzen da nicht ein paar Mitschülerinnen, die du nicht ausstehen kannst, die dich schon mal richtig geärgert haben? Naja, der eine oder andere ist schon dabei. Leila zum Beispiel oder Leonardo. Na, dann hast du jetzt Gelegenheit, dich zu rächen. Kein Bock?
Gut, dann jetzt bitte alle die Masken über die Augen. Und jetzt wirf. Danke, du kannst dich jetzt setzen. Kleine Umbauphase, danach geht es weiter. Was läuft hier, Julie? Wonach sieht es dir nach deiner Meinung aus? Ich gehe mir jetzt eben die Hände waschen, danach verschwinde ich mit meiner Schwester. Wenn Leila was passiert, dann mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Ich habe dich nicht eingeladen, Kiana. Von mir aus kannst du jetzt wieder verschwinden, mit oder ohne Schwester. So, jetzt bitte alle meine Stühle in einen Kreis aufstellen. Wir beginnen mit dem nächsten Spiel, die Reise ins Jenseits. Die hat sie doch nicht mehr an. Leila hat schon recht. Hey, was soll das? Mach die Tür auf! Was hast du getan, Emma? Ich? Nix. Wieso? Mann, Emma, Leo ist verschwunden, seitdem du auf der Bühne warst. Na und? Was hab ich damit zu tun? Ich habe doch nur diesen bescheuerten Dartpfeil geworfen. Als wenn. Das nächste Spiel heißt Die Reise ins Jenseits. Ihr kennt doch alle die Reise nach Jerusalem. Seit wann liegt Jerusalem im Jenseits? Seit heute. Jetzt bitte alle wieder die Masken aussetzen und hinstellen. Und wenn wir das nicht tun? Macht es doch euch nicht schwerer, als es ist. Tut einfach, was Julie sagt. Desto eher seid ihr auch wieder raus. Versprochen? Versprochen. So, jetzt hinstellen und alle die Maske auf. Wenn ich jetzt sage, dann setzt ihr euch bitte alle hin. Ist das alles? Ja, das ist alles. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Hi, Anna. Wir sind hier. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, im Gefängnis. Im Gefängnis? Ja, ein Raum ohne Fenster und die Tür ist abgeschlossen. Scheiße, ich will hier raus. Kannst dich nicken. Sie hat uns reingelegt. Welches Spiel musstest du machen? Die Reise ins Jenseits, so ähnlich wie die Reise nach Jerusalem. Nur mein Stuhl war weg. Was passiert hier, Leo? Julie räumt alle aus dem Weg, die sie mal gemobbt haben. Oder geärgert oder sonst was. Ich hab Julie nie geärgert. Sieht sie aber wahrscheinlich anders. Sie ist auf Rache aus und holt einen nach dem anderen hier in den Raum. Hä? Das kann sie doch nicht machen. Stimmt, kann sie eigentlich nicht. Macht sie aber. So wie ich das sehe, kommen wir hier nicht mehr raus. Krieg ich auch was zu trinken? Klar doch. Sag mal, diese Julie, die hat sie doch nicht mehr alle, oder? Wieso? Das sind doch doofe Spiele, die sie mit uns macht. Was meinst du? Der Fall des Teufels, die Reise ins Jenseits. Wer denkt sich denn so ein Schwachsinn aus? Ach, weißt du, das mit dem Fall war meine Idee. Ach was? Und das mit der Pille auch. Pille? Schlaf schön.
Wo willst du denn hin? Ich suche den Ausgang. Wieso? Wo willst du denn hin? Hör mal, Pia, das in der Mathestunde, das war nicht so gemeint. Sah Frau Müller aber anders. 2 Wochen nachsitzen, weil du mich verraten hast. Hey, ich sag doch, das war doch nicht so gemeint. Ach, Schwamm drüber. Hier geht's raus. Willst du deine Freundin echt alleine lassen? Freundin? Laila ist doch deine Freundin, oder? Ach, weißt du, nee, nicht wirklich. Na dann, schönen Tag noch. Abgeschlossen. Wir haben was gespielt, ohne dich. Wenn ich hier rauskomme, gehe ich zur Polizei und zeig dich an. Du kommst ja aber nicht raus. Ach, und das entscheidest du? Heute ja. Das ist mein Tag, meine Spiele und meine Rache. Rache? Rache wofür? Die anderen haben mich nur gemobbt, wie sie konnten, aber heute wird abgerechnet. Gemobbt? Meine Schwester auch? Leider war die Schlimmste von allen. Wenn ihr was passiert, dann dreh ich dir den Hals um. Wenn du Laila wiedersehen willst, dann schluck die hier. Sicher nicht. Komm schon, schluck sie einfach runter. Wenn du wieder wach wirst, dann weißt du mehr. Hat das Spiel hier auch einen Namen? Ich nenne es Judy's Play. Wie einfallsreich. Und was wird das jetzt? Das Spiel heißt der Hauch des Todes. Hauch des Todes? Du hast sie echt nicht alle, Julie. Du hast sie doch nicht alle. Du bist doch die Schlimmste von allen. Was meinst du? Ihr habt uns immer nur gemobbt. In der Schule, in der Klasse und auf dem Schulhof. Vergiss nicht das Schwimmbad. Mann, das war doch nicht böse gemeint. Das hat sich aber so angefühlt. Und jetzt wollt ihr euch an mir rächen? Sieht so aus. An dir und Feli und Emma. Und an dieser dämlichen Anna. Und meine Schwester. Falscher Ort, falsche Zeit. Wenn ihr irgendwas passieren sollte. Du kannst es verhindern. Wie? Spiel mit mir. Eins der Kabel steht unter Strom. Die anderen nicht. Wer die richtigen anfasst, gewinnt. Und wer das falsch erwischt? Spürt den Hauch des Todes. Du darfst anfangen. Na bitte, geh doch. Jetzt du. Bleiben noch 2. Welches nimmst du jetzt? Spürst du den Hauch des Todes? Wir kommen hier nicht wieder raus. Habe ich auch schon gesagt. Boah, Leo, du nervst. Glaubst du, deine Schwester gewinnt das Spiel? Weiß nicht, im Spiel ist sie grottenschlecht. Aber mobben konnte sie voll gut. Im Mobben seid ihr alle Weltmeister. Gratulation! Jetzt wird's ernst. Jemand Bock auf ein Escape-Spiel?